Hallo, liebe Schachfreunde. Heute gibt es eine weitere Partie und zwar von dem gestrig gestarteten genialen Turnier auf Chess24 Legends of Chess. Und in der ersten Runde trafen Anish Giri und Carlsen, also Magnus Carlsen, aufeinander. Und ja, das war wirklich sehr interessant. Es gab natürlich auch noch andere sehr schöne, spannende Begegnungen. Dazu werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Videos machen. Und beginnen wir erstmal mit diesem. Und wie gesagt, das Schnellschachformat 15 plus 10. Jeder Spieler trifft aufeinander viermal auf jeden anderen. Und falls es unentschieden ausgeht, das Match wird im Armageddon entschieden. Ja, beginnen wir mal mit Magnus Carlsen und Anish Giri. Erst zweite Runde war das, also die zweite Begegnung in der ersten Runde. Und mehr dazu nach dem Intro. Okay, du weißt, Magnus Carlsen spielte erstens D4. Man sieht jetzt bei mir unten rechts die Notation, soweit ich sie auch sehe. Und ich denke, das ist vielleicht ganz hilfreich, dass man dann auch da schon mal reingucken kann. Ja, Springer F6 von Anish Giri, C4 E6. Springer F3, D5. Ja, geht jetzt im Damengambit über, Springer C3, Läufer B4, und das ist die sogenannte Ragusin-Variante. Extrem solide. Magnus spielt jetzt Läufer G5, H6, und jetzt kam, ja, wie soll ich sagen, also das war wahrscheinlich der Zug der ersten Runde, mal abgesehen davon, dass Iwanschuks Königsgambit, das war auch witzig. Ja, Magnus spielte jetzt nicht das standardmäßige, weiß ich nicht, Läufer H4 oder Läufer schlägt F6, sondern er zog den Läufer nach D2 zurück. Und jetzt kann man sich erstmal denken, hä, was soll der Zug? Hat ja nicht wirklich viel Sinn, oder? Na, vielleicht doch. Und ich habe allerdings auch mal ein bisschen mit Leda reingeguckt und ich muss sagen, der Zug ist allemal gut spielbar und stellt Schwarz auch ein paar kleinere Problemchen. Also, was Schwarz gemacht hat in der Partie, war die kurze Rochade. Das wurde natürlich nachher kritisiert, dass das ja in die Falle reinläuft von Weiß. Aber auch danach ist die Stellung objektiv betrachtet immer noch gut spielbar. Aber es gibt natürlich auch ein paar Alternativen. Aber ich habe mal ein bisschen reingeguckt. Und sagen wir mal, Schwarz spielt sowas wie Springer BD7. Jetzt kann Weiß ganz gut nehmen hier und dann Dame B3 spielen. Und ja, der Läufer kann jetzt nicht mit dem Springer C6 gedeckt werden. Und nach Läufer schlägt C3. D5 hängt hier. Läufer schlägt C3. Kann Weiß auch ganz gut um die Initiative kämpfen. Also, ja, nichts Besonderes, aber absolut normaler gangbarer Weg. Ich denke, sowas in der Richtung hat Carlsen überall vorbereitet. Springer C6 gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht so gut für Schwarz. Nach E3 muss man eins wissen, wenn, wie gesagt, ich habe selber ein paar Jahre lang Ragusin gespielt mit Schwarz. Deswegen kann ich ein bisschen was dazu sagen. Ein Weg für Weiß hier an der Stelle ist Dame A4 Schach. Dann ist Springer C6 erzwungen. Aber jetzt steht die Dame auf A4 auch nicht unbedingt so günstig. Wenn ich aber mit Schwarz jetzt hier nach Läufer G5, H6, Läufer D2 freiwillig Springer C6 spiele, dann hat Weiß jetzt die Dame nicht nach A4 stellen müssen dafür. Und ich denke, das ist insgesamt günstiger gelaufen für Weiß als für Schwarz. Also ich denke, Weiß steht hier ein bisschen besser. Also natürlich spielbar. C5 dürfte wahrscheinlich mit die stärkste Reaktion sein von Schwarz. Und ja, jetzt habe ich noch ein bisschen analysiert und nach A3. Ich denke, das dürfte die stärkste Fortsetzung sein. Läufer schlägt C3, Läufer schlägt C3. Ja, wenn man Weiß in Ruhe lässt, hat er das Läuferpaar. Das heißt also, Schwarz muss irgendwas Aktives unternehmen. Sagen wir C schlägt D. Das ist aber, glaube ich, nicht so gut. Nach Dame schlägt D4. Rochade C schlägt D5 zum Beispiel bekommt Schwarz einen, ja, einen Isolani oder Weiß hat ein vernünftiges Läuferpaar mit etwas Vorteil. Ja, aber Schwarz kann die Stellung noch verbessern. Er kann hier an der Stelle Springer E4 ziehen. Das wäre übrigens auch schon eine Neuerung. Und jetzt habe ich ein bisschen geguckt, was man hier spielen kann. Und mir scheint das Beste zu sein, Dame C2. Und nach Springer schlägt C3. Die Absicht ist, mit der Dame auf C3 zu schlagen.
C schlägt D, Dame schlägt D, Koch hat E3, Springer C6, Dame C3 zum Beispiel. Und wie gesagt, das ist alles nicht unbedingt erzwungen, aber das ist so der Weg, den Weiß wahrscheinlich, also Carlsen wahrscheinlich so ungefähr vorbereitet hatte. Also das ist kein Bluff gewesen, man kann das System also durchaus spielen, Läufer D2. Es könnte also wirklich sein, dass das eine kleine Mode erfahren wird, aber ja, also nichts Besonderes, aber wie gesagt, schöne Stellungen und man kann dann einfach spielen und es ist nicht theoretisch ausgelutscht. Also nur ein kleiner Ausflug von mir jetzt, mal zu sagen, dass Läufer D2 jetzt nicht nur ein Bluff war gegen kurze Rochade, sondern er hat natürlich auch gegen alle anderen Züge auch geguckt, dass man da was Spielbares kriegt, ja. Okay, kurze Rochade und jetzt kommt die Überraschung. G4. Das ist wirklich eine Neuerung an der Stelle und wirklich interessant, weil dieses G4-Motiv gibt's schon häufiger in verschiedenen Stellungen. Also ganz berühmt ist ja Schirows Beispiel aus dem Philidor. Aber es gibt auch im Halbslawen G4 irgendwo und hier passt es auch ganz gut. Also erstmal, den Bauern kann man wahrscheinlich nicht gut nehmen nach Turm G1. Großes Problem ist, wenn der Springer jetzt wegzieht, gibt es Läufer schlägt H6. Ja, das ist. Also der Bauer ist tabu auf G4. Ja, jetzt gibt es auch für Schwarz hier wieder sehr viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Logischerweise sollte man meistens mit einer Aktion am Damenflügel oder am Flügel mit einer Aktion im Zentrum darauf antworten. Und ja, ich sehe gerade, dass meine Zitate hier nicht komplett angezeigt werden. Okay. Also, zum Beispiel könnte Schwarz einfach D schlägt C4 spielen, dann Turm G1. Ja, das ist auch ungefähr Ausgleich oder unklar trifft das ganz gut. Aber man muss auch psychologisch sagen, so ein Zug wie mit G4, ja, und dann hat man 15 Minuten plus 10. Das ist echt nicht angenehm in der Praxis, wenn man das auch nicht kennt und man weiß, oh Gott, der hat auch noch das alles vorbereitet. Und jetzt bin ich, ja, eigentlich bin ich schon kaputt, bevor die Partie losgegangen ist. Ja, Alternative C5 zum Beispiel ist auch ganz logisch. Man muss mal mit G5 klarkommen. H schlägt G, Läufer schlägt. D schlägt C4, Turm G1. Aber wer spielt das gerne? Ich weiß es nicht. Sehr gefährlich, aber objektiv betrachtet ist die Stellung wohl noch okay für Schwarz. Ja, Anish Giri entschied sich für Läufer schlägt C3, Läufer schlägt C3. Springer E4, jetzt, also er geht dem also dem G5-Zug prophylaktisch aus dem Weg. Dame C2 und C5. Ja, also man sieht hier, Anish möchte das jetzt wirklich auch im Zentrum aktiv begegnen. Und jetzt macht Magnus Carlsen dann wirklich einen sehr interessanten Zug. Über den habe ich nicht wirklich nachgedacht. D schlägt C. Aber wenn man den einmal sieht, den Zug, ist das eigentlich recht logisch, weil der Läufer wird jetzt freigelegt Richtung G7. Die D-Linie wird freigelegt. Man sieht ja eine gewisse Spannung auf D5. Und ja, objektiv betrachtet ist jetzt wahrscheinlich der nächste Zug von Anish Giri zweifelhaft. Wahrscheinlich hätte er sowas spielen sollen wie Springer C6 oder sowas. Aber er entschied sich jetzt hier für B6. Ich hatte gestern im Stream mit Gunni gesagt, ich denke mal, Anish wollte hier wahrscheinlich aktiv dagegen halten. Der weiße König ist ja auch noch im Zentrum. Dann Linien öffnen. Sieht vernünftig aus, aber tatsächlich, jetzt wird es sehr stark von Magnus Carlsen. G5, ganz konsequent opfert er den Bauern und ja, Schwarz muss wahrscheinlich nehmen. Also G schlägt H6 kann er nicht zulassen. Und jetzt kommt natürlich der nächste starke Zug. Das ist die ganze Idee. Weitere Linien öffnen. H4. Schwarz wird hier kaum nehmen können auf. Ah, Moment. Ich habe einen Zug vergessen zu analysieren. Das war H4. H5. Ja, der war noch spielbar. Tatsächlich. Ich glaube, Magnus Carlsen hat nach der Partie gesagt, dass Anish Giri so hätte spielen sollen. Aber selbst danach stehen wir mit Weiß auch auf jeden Fall auch ganz gut. Aber er hat hier auf G5 genommen, das war wahrscheinlich ein Fehler. Jetzt H4, G4, Springer G5. Man sieht schon, uiuiui. Wenn der schwarze Springer jetzt auf G5 nimmt, dann öffnet sich die H-Linie. Das ist ganz ungesund. F5
Eigentlich versuche ich hier zu schließen. Läufer G2, B schlägt C, lange hoch Hade. Und man sieht jetzt, es gibt sehr viel Druck jetzt auf der D-Linie. Taktisch hängt jetzt was in der Luft mit Springer schlägt E4, Läufer schlägt E4. Trotzdem hätte Schwarz das zulassen sollen. Also Springer C6 wäre sicherlich hier die beste Verteidigung entwickeln und sagen, okay, kriegst den Bauern wieder zurück auf E4. Also zum Beispiel Läufer schlägt E4, F schlägt E4 und jetzt der stärkste Zug F3. Noch nicht mal Springer schlägt E4, sondern man möchte so viele Linien wie möglich öffnen und Weiß steht wahrscheinlich, also Weiß steht besser, aber die Partie ist noch nicht entschieden. Stattdessen nahmen wir jetzt alle Skiri auf G5 raus und das ist fatalerweise, auch wenn es ein Bauern gewinnt, sehr schlecht. Und jetzt noch König B1, der weiße König steht sowas von sicher. Und D5 hängt jetzt richtig durch und der weiße Angriff ist schon entscheidend. Ja, und nach Springer D7, C schlägt D. Es hilft auch nicht mehr mit Schwarz jetzt abzuriegeln, weil es nichts mehr zum Abriegeln gibt. Ja. Also E5, D6. Fantastisch. Und jetzt E4. Und jetzt denkt man sich erstmal, okay, was ist daran so schlimm? Aber wie gesagt, denkt auch mal, haltet ruhig mal das Video an und denkt mal selber nach. Das ist wirklich klasse. Jetzt Dame B3, Schach. Klassisches Ende jetzt. Turm F7 und dann der schöne Zug Turm H8. König schlägt H8, Dame schlägt F7, Springer F6, Turm H1 und es wird matt. Springer H7 und jetzt kann man sich das matt aussuchen. Aber Dame F8 ist hübsch. Ja, das heißt, er versucht es jetzt mit Springer B6, aber das gibt jetzt auch wieder Material. Nach D schlägt E6, Läufer schlägt E6, Läufer schlägt A8, Turm schlägt A8 und jetzt hat Weiß einfach schon eine Qualität mehr. Und Magnus Carlsen macht hier den Damentauschangebot für Schwarz. Das kann Schwarz nicht annehmen, weil das Endspiel ist einfach dann hoffnungslos verloren. Ja? Dame G6, Dame D6, F4 ist ein Schach, König A1, Turm F8. Ja, und hier habe ich nicht mehr viel analysiert. Also man kann die Partie jetzt schon wieder vierzügig beenden. Ich bin erstaunt, dass Magnus Carlsen das nicht gesehen hat. Wahrscheinlich hat er hier den Taktikmodus abgeschaltet und gesagt, ich schaukle das jetzt einfach nach Hause. Aber Turm H8 zum Beispiel gewinnt auch relativ easy. Vierzügig matt, glaube ich, bin mir nicht sicher. Dame schlägt F8. Ja, und nach Läufer G8 hat man hier Turm H1 Schach. Und was, man kann natürlich die Partie auch mit Stil beenden, mit Läufer schlägt G7. Ja. Also, aber er spielt ja ganz chillig. Dame E5, G3, Springer C4, Dame H5. Und an sich ist die Partie um. Hier gibt es nochmal eine kleine Stelle, wo man halt mal ein bisschen aufpassen sollte. Aber das ist natürlich kein Problem für Magnus Carlsen. Also Springer C2 Schach könnte ein bisschen ärgerlich sein. Aber nach B3 ist das auch einfach erledigt. Ja, F schlägt G3, Turm schlägt G3. Läufer G4, Weiß hat eine glatte Qualität mehr und immer noch den Angriff. Jetzt ist auch der nächste Bauer futsch und das, was jetzt kommt, sind einfach Racheschachs, würde ich sagen. Und nach Springer steht C3, Turm steht G4, gab Anish Giri auf. Ja, also wirklich eine sehr interessante Partie. Mit einem sehr interessanten Konzept mit Läufer G5, H6, Läufer D2 und. Ja, was interessant ist, man kann natürlich auf Dauer argumentieren mit Weiß, ja, vielleicht ist ein H6-Zug gar nicht so toll. Und im Englischen gibt es ja diesen schönen Begriff Hook und mit der Haken sozusagen. Und mit G4 macht Schwarz-Weiß auch da kurz noch gerade halt direkt versucht, das auszunutzen, dass Schwarz H6 gezogen hat. Ja, ich bin sehr gespannt, ob es zu diesem System weitere Partien geben wird in naher Zukunft. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like, Kommentar und ein Abo da und das würde mich sehr freuen und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Dankeschön.